Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Nimbatus, The Space Drone Constructor. Hat jetzt wieder ein bisschen gedauert, bis ich mal wieder aufnehme, aber ich hatte schlicht und ergreifend keine Zeit. Und falls ich mich heute irgendwie ein bisschen komisch anhöre, komisch aussehe oder regelmäßig an einer Teetasse trinken, bitte nicht wundern. Die Erkältungszeit geht los. Ja, ich habe tatsächlich gerade ein bisschen gebraucht, bis ich den Spielstand gefunden habe. Aber jetzt sind wir da richtig. Ah, scheiße, jetzt fällt mir auf, was ich nicht habe. Tempos. Papiertaschentücher, nicht Tempos. Egal. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich den Spielstand gefunden habe, weil der stand jetzt irgendwie auf 1 Stunde 27, was überhaupt nicht sein kann, aber... so what, weil den hatten wir ja, glaube ich, letzte Folge neu angefangen. Und wir gehen mal hier runter. Das hatte ich, glaube ich, letzte Folge vorgeschlagen, dass wir das mal in Angriff nehmen. Trouble. Das ist alles Zoom-Arenen. Ich habe mir hier einen richtig schönen, leckeren Ingwer-Tee mit richtig Ingwer-Stückchen gemacht. Geil. So, und heute ist hier quasi Sumo-Tag und wir bauen uns heute eine eigene Sumo-Drohne. Das heißt, die muss autonom sein, das steht ja auch hier oben, nicht so viele Teile, nicht so groß und keine Waffen. Das ist nicht so ohne tatsächlich, aber ein paar Sachen... Ja, doch, das sind. Haha, das ist ein Tempopäckchen. Ein paar Sachen können wir auf jeden Fall machen. Papiertaschentuchpäckchen. Das Gefährt, das wir bisher benutzt haben, hatte jetzt zum Beispiel diese Jumpdüsen oder Impulsdüsen vor allem verbaut. Das macht auch Sinn. Ich habe allerdings tatsächlich überlegt, mein Schiff ein bisschen anders aufzubauen, weil die ganzen Schiffe, die man so sieht, die man die auch spielt, die sind im Prinzip darauf ausgelegt, zu schieben. Was ich mal versuchen möchte, ist ein Raumschiff zu bauen oder eine Drohne zu bauen, die eher darauf ausgelegt ist, auszuweichen. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber... Das werden wir ausprobieren. Weiß nicht, wie viel ich davon brauche. Müssen wir ausprobieren. Das sind hier Tank full. Geht der dann auf einmal wieder voll oder was? Da bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Also, wir wollen auf jeden Fall ausweichen. Das heißt, wir brauchen viel Fuel. Wir brauchen viele Düsen. Ich vermute mal... Ja, die Jump Thruster könnten sinnvoll sein, aber was machen die Dynamic Thruster? Das weiß ich nicht. Eigentlich reicht es, wenn wir nur in eine Richtung ausweichen. Ich nehme jetzt mal den normalen. Ob das dann so funktioniert, wie ich mir das vorstelle? Keine Ahnung. Werden wir herausfinden. So, wir weichen quasi immer nach rechts, also beziehungsweise nach unten aus. So, das Ding muss ja autonom funktionieren. Das heißt, wir müssen ja erstmal herausfinden, wo ist unser Gegner. Ich weiß jetzt schon, dass ich da einen harten Denkfehler drin habe, denn sobald der Gegner nämlich einmal an mir vorbei ist und der hat ein Tracking quasi verbaut, habe ich eigentlich schon verloren. So. Ich hoffe, dass der Weg hier reicht. So, die hier sind alle auf D. So, also Detection Event ist D. Die Range lasse ich jetzt mal bewusst zu kurz. Und das ist jetzt einfach mal hier Test Flight.
Kommt da ein Gegner? Nein? Okay. Gut, dann müssen wir es halt im echten. Nö. Ey. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Fuck. Okay. Können wir aber auch lösen, indem wir das ein bisschen so machen, ne? Soll schon alles symmetrisch sein. Also, vielleicht, dass wir die tatsächlich doch. So, machen wir 14, irgendwas. So, next try. Wird auch schief gehen. Ja, das ist natürlich kacke, ne? Kommt von beiden Seiten. Okay, anders. Anders. Das Ding wird deutlich schmaler. Das ist jetzt mal so die einfachste Konfiguration, die ich mir vorstellen kann. Dürfte mich kaum treffen. Wow. Der ist also auch darauf ausgelegt, dass man angegriffen wird. Und der Kreis wird immer kleiner, das heißt, wenn man draußen ist, verliert man. Jo. Das ist schlecht. Okay. Dann müssen wir das nochmal von Grund auf neu denken. Also, im Prinzip ist das ja eine ähnliche Idee, wie der Kollege da hat. Beziehungsweise, das könnten wir eigentlich mal lassen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, also. Wir bauen das mal ein bisschen anders auf. Wir wollen auf jeden Fall immer noch hauptsächlich ausweichen. Ich glaube, die düsen hier lang auf jeden Fall. Aber wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass uns die Map-Veränderung nicht auf die Füße fällt. Okay, also wir haben auf jeden Fall zwei nach vorne. Die machen wir aber tatsächlich mal ein bisschen länger. So, und jetzt lasst uns mal kurz zusammen überlegen. Hier so ein Stückchen auseinander. Also, wenn von vorne einer kommt, eher auf dem hier, dann würde es Sinn machen, dass wir nach unten ausweichen. Also, das hier sind die Ds. Die hier sind alle auf A, das heißt, der hier macht ein A. So. Ja, vielleicht machen wir sie doch mal ein Stückchen länger. So. Das ist das eine. So. Jetzt lasst uns kurz überlegen. Wir brauchen noch einen Haufen Sensoren. Und zwar einen brauchen wir hier, einen brauchen wir hinten, einen brauchen wir hier. Das ist jetzt quasi genau das, was der andere Kollege da gemacht hat. Wir müssen ja quasi noch die Wände abfragen. Sumo Border. Genau, Sumo Border, das ist wichtig. Sumo Border. So, wenn die Sumo Border in die Nähe kommt, hier, dann drücken wir nicht D, sondern S drücken. Oder mache ich gerade komplett einen
Kokolores. Also wenn da will ich nach unten. D. Du machst A. Dann machst du W. Und das hier sind W, 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 W. Schon besser, hoffe ich. Ah, Start Battle, bevor ich meine Tasse nehme. Na toll, jetzt hat er sich das Drecksding verkeilt. Super. Na gut, aber das funktioniert. Also, wir kommen der Sumo-Grenze nicht zu nah. Das dauert jetzt halt mal einen Moment. Interessant wird's gleich, wenn wir aufeinandertreffen. Das Problem ist, dadurch, dass seine komische Maschine da schon an uns dranhängt, hat der ein bisschen mehr Bums, weil der hat auch insgesamt dann mehr Düsen in dem Moment. Ich hoffe... Oh, jetzt wird's lustig. So. Wir haben uns gelöst. Nein! Der hat gewonnen. Aber knapp. Knapp, knapp, knapp. Das funktioniert nicht so schlecht. So, was ist gerade passiert? Irgendwie war auch vor allem auf einmal der Sensor weg. Ups. Und wir brauchen deutlich mehr. Weiß nicht, was das bringt, der Quatsch hier, aber ich stelle mir jetzt gerade so vor, da steht jetzt Tank full, wenn W gedrückt wird und so weiter und so fort. Deswegen habe ich jetzt auf jeden einmal eine Richtungstaste draufgelegt, wird schon irgendwie gehen. Was ich jetzt noch machen will, ist vielleicht doch noch ein paar von den Jump Dingern reinpappen. Ich weiß nicht, wie viel Power die haben. Ich möchte, dass da auch ein bisschen so eine Drehung entsteht, vielleicht. Drehung halte ich nicht für so schlecht. Scheißendreck. Warum sind denn da Ws drin? Das müssen Ds und As sein. Habe ich kopiert vorher, ich Dovi. So. S, 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 W, 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 D, D, R, D, dann S, W, A. Try it. Okay, wir tanzen wieder. Da muss man aber auch sagen, der generische Bot ist echt nicht schlecht. Muss man mal so sagen. Komm schon, jetzt wird's gleich interessant. So. Weil jetzt fangen dem auch seine Sumo-Taste an. Aber ihr seht, mein Bot funktioniert nicht so schlecht. Nur gehen zwischendurch leider manche Sensoren kaputt. Hier zum Beispiel, der hier ist gerade komplett abgekackt. Das heißt, ich muss das Ding auf mehr Redundanz auslegen, also dass da auch mal was kaputt gehen kann. aber das können wir... Ah,
Was im Auge? Das können wir relativ einfach lösen. Beziehungsweise Redundanz ist ja immer so eine Sache. Informatisch gesehen ist das nicht so gut, aber... Ach scheiße, kann ich nicht ordentlich einpacken, die Dinger. Aber ich kann es schützen. Hier zumindest. Ah, da kriege ich nicht genau in die Mitte rein. Okay, dann versetzen wir die einen Klick quasi. Ich möchte das geschützt haben ein bisschen. Und das mit den Jump Jets hat mir ganz gut gefallen. Können wir gleich nochmal gucken, ob wir da nicht noch ein paar mehr von verbauen. Also die S's und D's sind ja quasi eigentlich nur zur Kurskorrektur. Der hat mir schon wieder einen zerschrotet. Ich krieg's nicht auf Kette, die Dinger so richtig zu schützen. Das ist doch kacke. Guck mal, der ist so einfach durchgebrochen. Muss ich mal überlegen, wie ich das geregelt bekomme. So, einer von den Drecksviechern ist raus. Vielleicht brauche ich auch noch mehr W's und S's. Obwohl, wie gesagt, eigentlich nur Kurskorrektur, aber... Muss man mal gucken. Yes! Sehr schön! So habe ich mir das vorgestellt. Aber eigentlich hatte ich gedacht, ich komme heute in einer Folge ein bisschen weiter. Aber gut, das soll es trotzdem für heute gewesen sein. Ich gehe mich jetzt wieder hinlegen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!